Letztes Jahr waren wir auf der Hauptversammlung und haben eine Stunde lang die Bühne gestürmt. Ah, nee, ich bin nach vorne. Es ist jetzt 5:30 Uhr morgens. Wir sind von Rheinmetall Entwaffnen und wir fahren heute zum Homeoffice von Armin Paperga, der Chef von Rheinmetall. Der Schutz von Menschenleben ist ja gerade in aller Munde, aber dennoch geht die Waffenproduktion in Unterlüß die ganze Zeit weiter. Wir finden, dass er in seinem Homeoffice heute, wo er sich auf die Aktionärsversammlung dazuschalten wird, nicht ungestört bleiben darf. Heute gibt es ja einen bundesweiten Aufruf unter dem Motto Healthcare, not Warfare, die unter anderem von Rheinmetall Entwaffnen, wir und Rise Up for Warsaw dazu aufgerufen wurde. Ich bin bei Rheinmetall Entwaffnen, weil ich es wichtig finde, dass Deutschland eine Antikriegsbewegung hat. Sie produzieren nicht nur Waffen, sondern auch die ganze Grenzausrüstung, die Europa verwendet, die Grenzen sich selbst abzuschotten. Rheinmetall verursacht nicht nur Fluchtursachen, sondern liefert die Grenzen also mit und das finde ich richtig widerlich. Ich bin bei Rheinmetall Entwaffnen, weil ich dagegen bin, dass sich Leute an bewaffneten Konflikten auch noch bereichern. Heute bei der Rheinmetall Hauptversammlung wird eine satte Dividende an die Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet. Warum wir alle so euphorisch sind überhaupt, dass wir da hinfahren dürfen. Wir haben gestern eben erfahren, dass das Gericht für uns entschieden hat, weil unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit überwiegt. Und das direkt vor Papergas Haus. Der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Rheinmetall betreibt von hier die Geschäfte mit dem Tod. Die Kriegsverbrechen beginnen hier, an seinem Arbeitsplatz. Wir kämpfen gegen den Tod und für das Leben. Rheinmetall Entwaffnen. In Rojava und in Jemen werden mit deutschen Waffen systematisch Krankenhäuser, Wasserversorgung und Schulen in Schutt und Asche gelegt. Lebensnotwendige Infrastruktur, beispielsweise für gesundheitliche Versorgung und Hygiene, wird militärisch blockiert und zerstört. Der Verteidigungshaushalt belief sich im Jahr 2019 auf knapp 45 Milliarden Euro und der Gesundheitsetat auf 15 Milliarden. Wir brauchen Krankenwagen statt Panzer. Gute Ausstattung der Krankenhäuser statt Bomben. Als Sofortmaßnahme fordern wir die Abschöpfung der 103 Millionen Euro, die der Rheinmetall-Konzern heute an seine Aktionärin ausschütten will und die sofortige Umleitung dieses Geldes in das Gesundheitssystem. Auch das Haus von Paperga und Paperga selbst stellen eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar. Wir haben deswegen beschlossen, sein Haus heute unter Quarantäne zu stellen. Rheinmetall hat heute unter dem Hashtag Welfare, not Warfare getwittert, dass sie ja sich für Grundrechte einsetzen und für die Versammlungsfreiheit. Wir finden das zynisch und finden es eine Unverschämtheit, dass Rheinmetall sich unter unserem Hashtag versucht reinzuwaschen und darüber hinwegzutäuschen, dass sie in anderen Ländern für Armut und Verzweiflung sorgen. Rheinmetall Entwaffnen, super Aktion! Alle gemeinsam für die Revolution! Rheinmetall tötet! In Jemen, in Libyen und in Nordsyrien. Die Menschen dort haben sich vom IS befreit und umgeben von Bürgerkrieg eine demokratische Gemeinschaft aufgebaut, Rojava. Befreites kurdisches Gebiet, Idee für eine Alternative, Kommune für viele. Konkrete Utopie und eine tatsächlich gelebte Demokratie unter den widrigsten Umständen. Und die Türkei? Unter den Faschisten und Diktator Erdogan greift sie Rojava an. Und Rheinmetall ist voll mit dabei. Die Panzer auf dem Marktplatz in Afrin gegen Zivilisten, Rheinmetall ist mit dabei. Ein Joint Venture mit türkischen Rüstungsunternehmen, klar, Rheinmetall ist auch hier mit dabei. Und ganz neu, eine Luftbrücke aus Südafrika. Für Care-Pakete ins Kriegsgebiet etwa oder für Schutzausrüstung gegen Corona? Nein, für Munition. Aus der südafrikanischen Rheinmetallfabrik direkt nach Ankara. البلد سر لابه گله کردم باتن هره جبانی که
unseren Systemkapitalist Herrn Jboye ko kara ko dikkat sikat bke dawamle sar khina gela sar khina zaroka o ya daika ya khitiara male ko dikkat sikat ke Jboye ko am ruchke wa leuti am takra pesh qamble jwake am iro atna vede am bak bak kesek kapitalist wa isa development am trozem wa protesto bken. Uns ist egal, auf welchem Kontinent deine Tochterunternehmen sitzen, Herr Papperger. Uns ist es scheißegal, mit welcher Genehmigung deine Manager Munitionskisten fliegen und Panzer rollen lassen. Wir wissen alle, dass damit Exportbeschränkungen umgangen werden. Die Kohle landet am Ende bei Rheinmetall und bei dir. Du verdienst Geld mit Mord. Wie sie, die Türkei! Bei jeder Schweinerei ist Rheinmetall dabei! Deutsche Waffen, deutsches Geld, schaffen Ordnungen der Welt! Krieg im Krieg, überall, enteignet Rheinmetall! Deutsche Waffen, deutsches Geld, morgen mit in aller Welt! Siemens, Rheinmetall, Deutsche Bank! Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Jiberku, Bwan Cheke God, au ijadikin, Bwan Cheke God, Karma, Jek Karda, au ijadikin, dişenle Rojava, Lüvede Rojava deci, zarok tene kuştun, ihtiyar tene kuştun, gün tene viran kirin, bacar tene kira kirin, hami jiboçe, jiboyi, ko sermaye va, kare va, دقت سقط به هر بیجی کردو کردستان بیجی برخدانا روجاوا و بیجی برخدانا روجاوا بیجی برخدانا روجاوا بیجی برخدانا روجاوا Wir haben uns schon allen versprochen, nächstes Jahr sind wir mehr bei der Hauptversammlung oder auf dem Camp dieses Jahr noch. 40 Leute trotz Corona finden wir super und war richtig gut. Und es kommen wieder bessere Zeiten, wo unter weniger Schutzvorrichtungen und Maßnahmen wir wieder demonstrieren und uns versammeln können. Danke, dass ihr alle gekommen seid.